Nun folgen die Nachrichten aus der Wirtschaft. Das erste Norderstedt Marketing Forum zog zahlreiche Besucher in die Nordport Towers nach Norderstedt. Der Verein Norderstedt Marketing lud Interessierte ein, sich gemeinsam über gelungene Projekte auszutauschen und neue Projektideen zu entwickeln. In lockerer Atmosphäre trafen konstruktive Kritiken und neue spannende Ideen aufeinander. Bestehende Projekte konnten hinterfragt und Anregungen zur Verbesserung gesammelt werden. Ja, wir sind selber gespannt, was passiert, weil wir das, was wir heute organisiert haben, als Stadtmarketingforum sehr offen gestalten. Also es geht einfach darum, für Norderstedt und für die Dinge, die wir als Stadtmarketingverein in der Stadt umsetzen möchten, Ideen zu sammeln. Und dafür dient dieser Abend, Ideen sammeln. Also nicht darüber zu reden, was nicht geht, sondern zu überlegen, was wir machen können. Ja, wir freuen uns, dass heute Abend hier das erste Norderstedt Marketingforum stattfindet. Und ich bin schon ganz gespannt, was für Ideen und Dinge wir hier zusammentragen, die zugunsten der Stadt, für unsere Stadt hier von den Geschäftstreibenden in der Stadt umgesetzt werden. Ja, meine Aufgabe ist es, das erste Norderstedt Marketing Forum zu moderieren. Das bedeutet, ich bin jetzt so in einer aufgeregten Phase. Gleich passiert hier was, was wir so nicht vorplanen können, weil wir den Menschen die Gelegenheit geben, ja, Ideen zu entwickeln und diese Ideen auch in kleinen Workshops zu verbreitern, zu vertiefen. Bei Norderstedt Marketing hat sich die grundsätzliche Struktur der Arbeit ja verändert. Früher gab es Gruppenarbeitskreise, die miteinander gearbeitet haben und erfolgreich Projekte umgesetzt haben. Und mittlerweile hat sich einfach festgestellt, dass wir die Projektarbeit eher als hilfreich unterstützen für viele, die halt sich mit einbringen möchten, aber nicht so viel Zeit haben, herausgestellt hat. Und wir denken, dass die Projektarbeit die Zukunft von Norderstedt Marketing sein wird. Also das ist auch noch für uns auch eine Überraschung. Es ist das erste Mal, dass wir beim Forum dabei sind. Ich freue mich auf die Veranstaltung und bin gespannt, Neues zu hören, um auch Norderstedt Marketing weiter nach vorne zu bringen. Ich denke, die Projektgruppen werden die Initialzündung sein für das, was Norderstedt Marketing die nächsten Jahre umsetzen möchte. Natürlich bin ich gerne dabei. Ich freue mich. Verraten möchte ich noch nichts, denn das ist ja das Thema nachher der Projektgruppen. Also ich gehe davon aus, es ist meine Erwartung, dass wir hier in einer großen Gruppe diskutieren, wie man den Standort Norderstedt sowohl in der Wirtschaft, die Marke Norderstedt, aber eben auch für die Unternehmen langfristig voranbringen kann, dass man da Ideen entwickelt. Es gibt ja schon sehr gute Ideen, sei es zum Beispiel die Kindernotinsel und ähnliches, dass man da ansetzt und überlegt, was kann man in den nächsten Jahren aufbauen und antreiben sozusagen. Zu Beginn der Veranstaltung stand ein entspanntes Come-Together auf der Tagesordnung. Nach einer kurzen Begrüßung wurden künftige Handlungsfelder des Vereins vorgestellt.